Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Heute mit dem TrueWear Power 11. Es ist der TrueWear Super Power 11. Es ist ein Handstaubsauger und nicht nur es ist ein Handstaubsauger, sondern dieser Handstaubsauger kommt auch noch mit einem Akku-Setup her. Ein Akku-Staubsauger, yeah, mit Sperrknopf und allem, was dazugehört, Leute. Es hat sogar einen HEPA-Filter und ist mit LED-Lichtern zur besseren Funktionsplanung daherkommend. Das heißt also, wir können uns da gut mit klarkommen, weil er intuitiv bedienbar ist und auch noch stylisch aussieht. TrueWear Technology ist mit ihrer Muttergesellschaft Dream eine für qualitativ hochwertige Staubsauger bekanntes Unternehmen. Beide gehören zur Xiaomi Ecosystems. Also es sind schon bekannte, auf dem Weltmarkt bekannte Firmen, die jetzt nachkommen sozusagen und ein bisschen gegen die schon etablierten Unternehmen am Markt ein bisschen aufmischen, weil sie sind relativ günstig zu haben, wenn wir nämlich andere Bomber daneben halten. Die sind bedeutend teurer, bringen aber exponentiell nicht so viel mehr Leistung. Ne? Also das ist sozusagen der Beginner- bis Medium-Segment hier, was wir hier am Start haben. Denn das ist ausgerastet oder ausgerüstet mit einem Aero 4.0 Hochgeschwindigkeitsmotor der neuesten Generation. 20.000 Pascal starke Saugkraft durch bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotoren mit 100.000 Rounds per Minute. Das bedeutet, wir haben einen bürstenlosen Motor. Das ist ein Brushless Engine, ein Brushless Motor. Frühere Elektromotoren wurden noch mit Bürsten angetrieben, also nicht die Bürsten haben das angetrieben, sondern die Bürsten haben nämlich dann die elektrische Leitungen geschlossen, die Leitfähigkeit hergestellt. Heute geht das digital und dieses Modell hier hat einen bürstenlosen Motor. Bürstenloser Motor ist ein Vorteil, dass er dann verschleißarm arbeitet. Die Bürsten früher, kennt ihr wahrscheinlich aus eurem Akkuschrauber etc., musste man oder muss man heutzutage auch noch immer wieder die Bürsten auswechseln. Hier verfällt das oder entfällt das. Auch die Akkutechnologie verbaut ist state of the art. 2500 mAh Lithium-Batterie mit einer Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten. Und der Clou ist, der Akku ist auswechselbar. Das heißt, man kann sogar dann die Spielzeit verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Das heißt also, den großen Staubsauger-Abenteuern steht nichts mehr bevor oder entgegen. Natürlich sind diese 60 Minuten, also die eine Stunde, nur zu erreichen, wenn man im Low-Sektor sich aufhält. Wenn man ein bisschen mehr Saugleistung reinbolzen möchte, dann wird das natürlich keine 60 Minuten sein. Das muss man schon vorher wissen. Das ist natürlich nur so ein Verkaufsargument, was die Hersteller gerne anpreisen, 60 Minuten. Ne? Ich denke mal, man wird sich dann so bei 20 Minuten einfinden. Aber selbst das ist absolut ausreichend, wenn man so einen Staubsauger pro Etage nutzen möchte. Und man hat jetzt keine Villa von 250 Quadratmeter Wohnfläche und möchte den mit diesem einen Staubsauger sauber machen. Ne? Ne? Man kann den Akku mit einem Handwechsel, also nicht mit der Handwechsel, sondern mit der Hand können wir ihn wechseln. Also im Handumdrehen können wir die Batterie, den nicht eingebauten Akku wechseln, weil er ist halt wechselbar. Das ist ein Vorteil, weil viele Systeme haben integrierte Akkus, da muss man die erst ausschrauben, dann eventuell muss man sie ablöten, wieder neu anlöten. Hier kann man das extern erledigen. Akkuwechsel verdoppelt dadurch natürlich dann die Laufzeit oder verdreifacht, vervierfacht, kommt darauf an, wie viele Akkus ihr braucht. Aber ehrlich gesagt, man braucht nur einen Akku, vielleicht einen zweiten als Ersatz. Aber das reicht dann auch, oder? Ihr wollt ja nicht von morgens bis abends staubsaugen, oder? Obwohl, vielleicht mag man das. Dann holt euch mehrere Akkus. Wir haben Textilreinigungsbürste für Milben und Haare, eine LED-Farbanzeige für den Akkustand und die Saugkraftstatusanzeige. Es gibt einen mobilen Ständer, wodurch keine Wandmontage nötig ist. Das heißt also, wir müssen nicht Löcher bohren. Wir müssen diese Wandmontage oder wir müssen den Wandhalter nicht an die Wand bohren, schrauben, sondern wir können ihn ganz einfach mit einem ausgeklügelten System an die Wand kippen. Machen wir später noch. Ne? Also,
Ein mobiler Ständer ist dabei, der Zielrinde und einmal der Saugstauber. Beides ist in einem Set zusammen, kommt zu euch in einen noch größeren Karton. Den habe ich jetzt schon entfernt. Also die beiden Kartons sind das, was ihr bekommt. Und wir haben einen abnehmbaren Schmutzbehälter für ein schnelles Entleeren. Und einfach ist er zu legen und natürlich auch zu reinigen. Ne? Das Modell heißt VPL4, eine Nennleistung von 400 Watt Licht an. Die Nennspannung ist 25,2 Volt. Das heißt also, da wird echt mit einer hohen Spannung gearbeitet im System. Ne? Also klar, zur Wechselspannung hier 240 Volt ist es natürlich noch immer diese Spannung. Aber wenn wir das 25 Volt jetzt nehmen, unser Auto hat 12 Volt System. Ne? Das heißt also, wir haben hier eine Nennspannung schon, die so in einem LKW vorkommt. Ne? Aber keine Angst, ihr werdet deshalb nicht umfallen oder so. Ladezeit pro Akku 4 Stunden, Batteriekapazität 2500 mAh, das Gewicht liegt bei 1,45 Kilogramm. Das ist nicht viel, oder? Und das ist auch der Vorteil an so einem Cordless Staubsauger, der akkubetrieben ist und der sehr leicht ist. 1,4 Kilo ist echt, das ist eine Milch und noch ein Glas Wasser dazu. Okay, also 1 Liter Milch und ein Glas Wasser. So, ja, vielleicht auch 2 Gläser Wasser. Ne? Oder ihr macht eine Milch und macht eine halbe Milch dazu. Ne? So viel ist das. Die Kapazität des Schmutzauffangbehälters liegt bei 0,4 Liter. Und das ist die einzige Nachteil bei diesen ganzen Bauformen, bei diesen ganzen Staubsaugern. Die haben nur eine geringe Kapazität an dem Staub zu lagern. Andere Staubsauger, die ihr auf dem Boden hinter euch her schleifen müsst, haben bedeutend mehr. Richtig. Nur, ihr habt es schon gehört, die müsst ihr auf dem Boden hinter euch her schleifen. Dieses Ding hier oder diese Bauform der an Staubsaugern ist viel geiler, weil die sind leicht, sie sind mobil und der Nachteil ist halt, wir müssen den Schmutzbehälter öfters wechseln. So, die Schmutzbehälterkapazität liegt also bei maximal 0,4 Liter. Der Motortyp ist ein Truver Aero 4.0 und da hört ihr auch schon 4.0. Das heißt, dieser Motor, der da drin verbaut worden ist, ist schon des Öfteren weiterentwickelt worden. Laufzeit bis zu 60 Minuten und wir haben am Druck 20.000 Pascal. Das sind 20 Kilopascal. Das heißt also, wir haben hier schon eine gute Saugleistung am Start. Wir haben ein Filtersystem verbaut, 6 Zylinder, Metallfilter mit Zyklon-Selbstreinigungsfunktion. Das bedeutet, dass dort drinnen immer so ein, ja, so ein kleiner Twister abgeht. Und zwar nicht nur einer, sondern 6 Stück. Okay, weil es sind 6 Zylinder. Das ist jetzt nicht so ein Zylinder wie im Auto, wo dann Kolben hoch und runter ist. Nein, es ist schon mit Luftdruck wird das betrieben. Und alles zusammen haben wir eine 5-fache Filterung am Start. Das ist ein kabelloser Akku-Staubsauger, der modernste Anforderungen mit sich bringt. Ne? Aero 4.0 Hochgeschwindigkeitsmotoren sind verbaut der neuesten Generation. Kleiner, leichter und damit auch anspruchsvoller. 20 Kilopascal starke Laufzeit, bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor mit 100.000 Umdrehungen pro Minute. 2500 mAh Lithium Akku. Die Akkulaufzeit ist bis zu 60 Minuten. Das Battery Pack ist mit einer Taste austauschbar und es könnte dadurch eine Verdopplung der Lebenszeit geben, wenn wir mehrere Akkus kaufen. Es ist im Lieferumfang am Anfang nur einer dabei, aber das reicht für die meisten. Ne? Wir haben eine Stoffreinigungsbürste, eine Saugbürste für oder gegen Milben, gegen Haare, zum Beispiel auf der Bettwäsche etc. Wir haben einen visuellen Farbbildschirm auf dem Staubsauger, Motor, Gehäuse um dort den Stromverbrauch und die Saugkraft anzuzeigen. Wir haben ein mobiles Bodengestell und wir müssen es nicht in die Wand eindrehen. Und einen getrennten Staubbehälter. Das heißt, wir können den Staubbehälter vom System trennen und diesen dann einfach in den Müll kippen. Also den Inhalt, okay? Der Inhalt sollte weg und das, was drumherum ist, der Staubbehälter, sollte danach wieder in das Maschinchen zurückkommen. Klar, oder? So, wir haben also neueste Technologie hier verbaut. Durchmesser nur 50 mm ist der Motor. Ne? Das ist der Aero 4.0 Hochgeschwindigkeits-Brushless Motor. Und die Startzeit ist 0,4 Sekunden. Das heißt also,
1 und 2, das ist eine ganze, das heißt also, wir sagen und, er ist an, 0,4 Sekunden. Das heißt, die ungefähr die Hälfte einer Sekunde, dann kann der Motor anlaufen und dadurch richtig schön Druck, also einen Unterdruck erzeugen, der dann den Luft durchsaugt und dadurch den Müll vom Boden trennt. Minimale dynamische Kalibrierungsgeschwindigkeit oder Genauigkeit liegt bei 0,002 Gramm. Also das ist alles sehr genau gefertigt und der Power 11 hebt Leistung, Komfort und Dynamik auf ein ganz neues Niveau und saugt den Boden in wenigen Minuten einfach weg. Der Boden bleibt, der Müll und der Dreck davon sollte weg sein. Frei von Staub, Mikroorganismen, Milben etc. Wir haben 100.000 Umdrehungen, einen bürstenlosen Motor, 20.000 Kilopascal, sehr starke Saugleistung und 60 Minuten lange Akkulaufzeit in der langsamsten Setup, 25 Minuten hohe Leistungsaufnahme und dann, wenn wir den Power Boost reinmachen, der richtig volle Pulle, volle Möhre nimmt, der würde dann das Gerät ungefähr 10 Minuten am Staub lassen. Ne? Wir haben auch, er ist wirklich leicht genug, um oben über Kopf arbeiten zu können, weil er wiegt nur 1,4 Kilo oder so, was hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wir können Bettdecken reinigen, wir können Sofas reinigen, starke Saugkraft können wir für Hartholzboden benutzen, Teppiche können wir aussaugen, alles ist möglich. Mit so einem sehr sinnvollen, leichten und modernen Gerät. Wirklich cool, wirklich cool. Ne? Modell ist VPL4, Nennleistung 400 Watt, Nennspannung 25,2 Volt, 4 Stunden Ladezeit, Batteriekapazität 2500 mAh, das Gewicht liegt bei 1,45 Kilo. Wenn wir jetzt natürlich noch den Staubbehälter dazu rechnen, wenn der voll sein sollte, dann sind wir dann, wenn ihr mit einem vollen Behälter umläuft, bei höchstens 2 Kilogramm, die ihr dort bewegen müsst. Ein anderer Staubsauger, den ihr euch hinter euch herschleifen muss, liegt doppelt bis dreifach so hoch. Ne? Der Motormodell ist der TruVi Aero 4.0 und es hält halt bis zu 60 Minuten durch. Die Vakuumleistung 20 Kilopascal, wir haben ein Filtersystem drin, 6 Kegel Metallfilter, Zyklon-Technologie und eine fünffache Filtration. Die Eckdaten sind super und jetzt schauen wir uns das Teil an, wie es aus der Box kommt und wie wir es natürlich einbauen, aufbauen etc. So, also die Eckdaten selber sind schon mal cool. Die Verpackung selber sieht ansprechend aus. Sie ist in weiß-rot gehalten. Ich würde vorschlagen für die Firma, hier vielleicht ein etwas farblich herausstechenderes Design des schönen Staubsaugers eher auf darauf zu bringen, als dann hier so Deko-Tees einzubauen. Aber okay, ist ja nicht schlimm, meine Güte. Ne, es ist die Verpackung, ne, die hier gut mit Pappe kommt. Und wir haben zwei Pakete. Das heißt, wir haben einmal hier den Staubsauger selber. Das kommt dann so zu euch. Vernünftig ist es gepackt. Ne, ihr kriegt ihn gut auf. Und jetzt schauen wir uns den Staubsauger selber mal an. Das heißt, wir haben hier das Hauptrohr, das ist das Staubsaugerrohr in einem orange leuchtendes eloxiertes Aluminium, sehr schön gefertigt, auch drinnen. Kunststoff ist hochwertig, der fühlt sich hochwertig an. Hier unten steht der Power 2 als Firmenemblem. Wir haben hier den Schnellverschluss. Hier sind zwei Kontakte drin, wo der Strom weitergeführt wird. Sehr schön. Hier drin die Schrauben, die verbaut sind. Es sind Torx-Schrauben. Torx ist besser als Phillips. Und die halten nämlich besser. Die sind nämlich, kann man besser anwenden. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. In Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Spanisch und noch zwei weitere Sachen. Farbige Dokumentation, sehr schön, sieht sehr gut aus, ja,
hochwertig, ein Schnell-Einschwabbler. Okay. So, dann kommen wir ins Innere und schauen uns, was hier ist. So, da ist der Körper. Hier ist auch noch was drin. So, ich finde das immer faszinierend, wie die Ingenieure die Verpackung so designen, dass alles da reinpasst. In so einen kleinen Raum, damit man einfach mehr davon verschicken kann auf einem bestimmten Raum. Also es ist wirklich sinnvoll. Es ist cool, was die Leute sich dort ausdenken. So, wir haben, also bis jetzt war alles Pappe. Jetzt kommen wir zu einem Kunststoff. Es ist aber dieser milchige Kunststoff. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der milchige Kunststoff der etwas liebere vielleicht ist, weil er recycelt ist. Es ist zumindest nicht mehr so wie früher, dass wir dort so ein richtig durchsichtiges Zeugs haben, was sich irgendwie so strange angefühlt hat. Hier haben wir das so ein bisschen, ja, so ein Gummihaft angetan, also es fühlt sich gut an. Aber das ist auch wichtig, dass man leider da etwas drum macht, weil ihr müsst sehen, die kommen ja aus der ganzen Welt zu uns, die Produkte. Und wenn die tagelang auf dem Kutter sind und dann dort aneinander reiben würden, würde es Kratzer geben. Ne? So, wie ist er gefertigt? Also ich muss wirklich sagen, er fühlt sich toll an. Ein sehr gut hochwertiger ABS-Kunststoff ist hier verbaut. Sieht echt gut aus. Alles vernünftig gebaut. Der Battery Charger ist so ein bisschen cool designt. Der ist so, hat so ein rundes Design, ein bisschen längs gezogen. Ganz normaler Anschluss. Und das Kabel wird so 1 bis 1,5 Meter lang sein. Und das Kabel selber zum Laden kommt dann hier rein, hier vorne. Da unten kommt das rein und dann können wir das ganz einfach aufladen. So, dann haben wir hier eine Bürste. Das ist die Mini-Bürste, die kleine Version. Das ist sozusagen die kleine Schwester von der großen Bertha hier. Wir haben also einen Vorsatz, um hier eine Bürste antreiben zu können. Und wir haben darauf noch ein Kunststoffschild, welches sich hin und her bewegen kann. Sehr schön. Dann haben wir unten zwei Kontakte, die dann den Motor, der hier in der Welle verbaut ist, antreiben kann. Weil wir haben hier oben den Akku drin, hier ist der Akku, der schickt dann hier unten die Energie hin und dreht diese Walze und diese Walze holt dann den Dreck in den Vakuumschlauch und saugt es ein. So, jetzt gucken wir mal, warum ich das hier dran machen muss. So. Orientiert euch einfach an den zwei Kontakten und schiebt es dann da rein. Oh, rastet hörbar gut ein, das ist gut. Es schließt ganz gerade ab, das ist auch gut. Es fühlt sich echt, echt wertig an, Leute. Und das für den Preis. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Firma damit sozusagen auf dem Markt sich launchen will. Weil ich habe schon viele von den Dingern gehabt. Und das fühlt sich hier echt gut an. Es fühlt sich an wie ein etwa höheren Preissegment. Doch, 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 das kann man sagen. So, hier vorne haben wir eine extra Aufsatzbürste, die auch hier reinpasst. Ne? Zack. Ne? Und damit können wir dann überall ransaugen. Auch hier, der Bajonettverschluss geht ganz super. Zack, zack. Sehr gut designt. Und die hat nicht nur hier diesen Rüssel vorne, womit wir gezielt Staub und Viehzeug etc. aufsaugen können, sondern sie hat auch noch eine weitere Funktion, und zwar eine weitere Bürste. Und die ist super, zum Beispiel beim Auto, ne? Wenn ihr da dann in den Zwischenräumen etc. saugen wollt. Echt cool. Also die benutze ich gerne für im Auto. Und hier auch, wir können die nach vorne und dann wieder zurückholen. Ne? Auch hier ist so ein Mechanismus, der einrastet, klack, ausrasten, klack, einrasten. Rastet gut ein. Next Gen wäre dann, wenn man diese Verschlüsse noch aus Aluminium fertigen würde. Ja, sie sind aus Kunststoff gefertigt, halten aber trotzdem deshalb ein paar Jahre schon. Kein Ding. Ne? Wenn man die aber jetzt auch noch aus Aluminium fertigen würde, dann hättet ihr da ein super endlanglebiges Produkt. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt auch eine Bürste, eine Walze drin, die aber sehr viel feiner ist. Die hat also so einen
so ein Schaumstoffartiges Gebilde. Und die nimmt dann den Staub so in sich auf, okay? Und gibt ihn dann natürlich, weil hier hinten wird ja wieder ein Vakuum erzeugt, gibt ihn da hinten natürlich ab. Das heißt also, hier haben wir das wie eine Schnecke drumlaufen, ne? Die ist wie ein Brush, wie ein Pinsel. Und hier haben wir den Pinsel durchgängig über die ganze Fläche. Das heißt also, hier mit kommen wir, das ist so richtig, ich ziehe erstens den Staub in die Walze an und dann gebe ich den wieder ab, indem ich hier hinten das Vakuum habe, was dann wegsaugt. So, auch hier wieder, wir haben eine Stromversorgung, das heißt, hier ist auch ein Elektromotor drin, der ist sogar belüftet hier oben, um dann diese Walze anzutreiben, die sie sich dann drehen kann. So, wir haben sehr gute Rollen hier verbaut. Wir haben hier hinten noch eine Doppelwalze, damit das Gute kommt. Und das ist sozusagen der Soft Roller. So, sehr schön. Sehr nice. Dann haben wir hier die Möglichkeit, 90 Grad, bis zu 90 Grad das Saugrohr zu banden, zu biegen und es auch noch in der Lage zu verändern. Und so steuern wir das Teil nämlich. Wir fahren so, fahren um die Ecke, so, fahren um die Ecke. Sehr cool designt, sehr schön und auch wieder gute Qualität verbaut, echt. So, wir sollen damit natürlich kein Wasser aufsaugen. Denkt dran, das ist kein Nasssauger. Auch hier wieder, wir kommen gut rein. Und guck mal hier, ich kann das drehen und wenden. Ne, das funktioniert sehr schön. Zack, zack. Und dann kann ich damit über den Boden fahren. Wenn ich es nicht mehr brauche, kann ich es entfernen. Und so kann ich jedes Zubehör hier zum Beispiel auf den Staubtransportierungsstab setzen. Und den Staubtransportierungsstab setze ich dann hier auf den Motor. Und das ist der. Das ist also, wo die ganze Kraft herkommt, wo ein Vakuum erzeugt wird. Das heißt also, hier drin ist der Brushless-Motor drin, der, wenn wir ihn anschmeißen, wenn wir ihn also mit Strom versorgen, der dann ein Vakuum erzeugt und das Vakuum bis nach vorne, also hier bis hier vorne, holt, das wir dann weiterleiten zu unserem Zubehör. Natürlich können wir alles dieses Zubehörzeugs auch hier ranschließen. Ne, dann können wir so ein kurzer machen. Dann geht es hier weiter. Genau das gleiche geht hier. Wir können also auch hier hingehen und uns den hier zusammenbauen. Und wir können sogar zweihändig arbeiten. Also hier wirklich mit beiden Händen können wir da richtig verwenden. Wenn zum Beispiel die großen Taranteln gehalten werden müssen oder so, dann könnt ihr da zwei Hände nehmen oder Elefanten festsaugen, um die dann vor die Tür zu geben. Ne? Und dann ist klar, oder? So, also das ist cool designed, sehr schön. Auch den hier können wir daran machen. Ne? Also ihr seht, hier bei dem kleinen haben wir natürlich jetzt nicht diese 3D-Rolle. Hier müssen wir dann wirklich gerade über das Objekt drüber fahren. Ne? Oldschool-mäßig. So, und dann haben wir hier einen Trigger, das heißt einen Auslöser. Wenn wir den drücken, läuft er an. Und ihr hört, er ist echt leise. Ne? Zieht euch das rein. Sehr schön, also sehr leise. Wir waren natürlich jetzt auf Stufe Nummer 1. Und hier unten haben wir den Akku, hier unten. Den können wir entnehmen mit einem Klick und nach hinten raus. So, dann haben wir den Akku schon in der Hand. So, und der Akku kann gewechselt werden, beziehungsweise auch einzeln geladen werden. Ne, wenn wir jetzt hingehen und den Akku hier anschließen, müssen wir zum Beispiel nicht das ganze Gerät an die Stromquelle packen, sondern können das hier irgendwo hinlegen, wo wir es aufladen, dann gehen wir zu unserem Freundchen hier und docken das richtig rum rein. Das heißt also, wir gehen hier drüber, rastet auch gut ein. Wir haben nämlich hier ein Schlittensystem und zack, zack, läuft. Funktioniert gut, ohne Probleme kriegen wir es rein und raus. Der Akku selber ist auch, belüftet sich gerade an zwei Seiten, damit er nicht überhitzt. Schön designed irgendwie, das sieht echt cool aus. So ein bisschen aus wie so Rambo-Style, oder? So, wie gehen wir denn jetzt vor? Wir können, wenn wir hier drücken und das Gerät funktioniert, können wir nämlich hier die Saugleistung erhöhen.
indem wir auf den Knopf hier unten drücken. Wir haben nämlich hier unten einen Knopf, wo wir die Saugleistung in 3 Stufen verstellen können. Erste Stufe ist langsam, hört sich so an. Stufe Nummer 2 hört sich so an. Und jetzt Stufe Nummer 3, volle Power. Das ist vergleichbar mit einem großen. Das ist vergleichbar mit einem großen kabelgebundenen Staubsauger. Die Leistung hier, ich kann meine Haut gut einsaugen. Das ist gut. Gute Saugleistung. So, dann haben wir hier oben. Dann haben wir hier oben den oberen Knopf dafür da, um den Lockvorgang zu lassen. Das heißt, ne? Weil es ist ja nervig, die ganze Zeit den Trigger durchgezogen zu halten. Und wenn ihr wirklich auf der niedrigsten Energiestufe seid, könnt ihr bis zu 1 Stunde saugen. Und 1 Stunde saugen mit Glock. Yeah. Deshalb nutzt dann einfach den Glock-Modus hier oben. Das heißt, wir klicken einmal drauf. Im Display wird dann ein Lock gezeigt, also ein Schloss. Und dann können wir einmal drauf drücken und das Ding bleibt an. Okay? Dann können wir saugen, indem wir ihn irgendwie festhalten. Dann können wir saugen wie wir. Wenn wir fertig sind, können wir wieder drauf drücken und aus. Dann bleibt es aber immer noch an. Das heißt, den können wir wieder anmachen. Und wieder aus. Und wieder an. Und wieder aus. Und wieder an. Und er bleibt an. Wir müssen also nicht mehr immer gedrückt halten. Super Modus. Sehr schön. Dann haben wir in der Mitte des Displays, sehen wir, wie viel Power noch unser Akku hat. 35% war es hier gerade. Aber er ist frisch aus der Box. Wir müssen ihn erstmal aufladen. So, sehr schönes Modell. Sieht sehr nice aus. Und das hier ist super nice. Guckt euch das mal an. Erstmal, das ist der Motor selber. Na, also ihr seht, hier wird, oder hier hinter ist der Motor. Und hier wird das Vakuum erzeugt. Im Motor wird es erzeugt, kommt hier raus, hier kommt die Luft raus, hier geht die Luft rein. Und das ist der Motor, der hört sich wirklich brushless-mäßig sogar an. Ist cool. So, ist sehr schön. Hier unten kommt unser Stuff rein, der kommt hier vorne an, unser Müll kommt hier an, wird nach hier unten geliefert und kommt hier oben dann raus. Und wo geht er hin? In unseren Müllcontainer, okay? In den guten alten Müllcontainer, der ist hier. Hier kommt dann unser Müll rein und den können wir öffnen. Erstmal, um ihn überhaupt rauszukriegen, vielleicht war ich zu schnell. Ne? Hier seht ihr das nämlich, ne? Da kommt es. Wird hier reingesetzt und wird dann rumgewirbelt. So, wir setzen es nochmal ein. Einsetzen. So, wie kriegen wir es raus? Hier vorne haben wir einen Knopf. Den drücken wir und dann, guck mal, kommt das schon von alleine raus. So, nochmal zurück. Zack. Und drücken. Und raus. Und yeah. Damit haben wir das Teil jetzt schon mal in der Hand und können damit jetzt, also den können wir irgendwo hin tun, zum Laden, wo ihr wollt. Und gehen dann los. Gehen dann zum Müll. Ne? Wenn wir wollen, können wir auch noch den Filter austauschen. Das ist der hier. Ne? Und diesen Filter hier, der hat noch einen Schaumstofffreund dabei. Den können wir auspopeln. Können wir unter fließendem Wasser abwaschen. Ne? Das ist kein Problem. Wichtig ist nur, wenn wir den abgewaschen haben, dann sollte der 24 Stunden wirklich, wirklich trocknen. Am besten in der Hitze, in der Sonne. Wenn ihr nicht in der Sahara wohnt, dann in einem Sommertag oder ihr macht es dann 48 Stunden, der muss trocken sein. Erst dann werden wir ihn wieder einsetzen. Und der wird einfach hier reingedrückt. Ich sehe keine Führungen oder so. Was wir aber sehen, sind die einzelnen Kammern und dort drinnen werden die kleinen Zyklone produziert, die dann ihren Job erledigen. Ne? Pass auf, wir ziehen das mal hier raus. Ne? Hier drinnen werden dann die Zyklone gemacht, die einzelnen Zylinder, die dann hier eine große Verwirbelung machen und dadurch noch mehr das Zeugs da raussaugen. Es ist schön mit Gummi alles hier gefertigt, merke ich. Es ist Gummi alles. Das heißt, es ist flexibel und abdichtend. So, und ihr seht, das ist so hier drinnen gesteckt.
Das ist also gesteckt und mit Gummis abgedichtet. Dann kommt also der Filter wieder rein. So, und wir sind wieder on board und können loslegen. Um jetzt aber überhaupt erstmal den Müll da rauszukriegen, können wir einfach hingehen, halten das so, so rum, Filter nach oben. Hier wäre jetzt der Mülleimer, drücken hier drauf, dann kommt der Kladderadatsch hier raus. So, das ist es, oder? Wir sehen eine Maximallinie bis zur Füllung. Und hier fällt dann der Müll raus. Wir können hier noch reingreifen, vielleicht ein bisschen mit dem Pinsel rausholen etc. Und wenn hier doch zu viel drin hängt, dann ziehen wir nicht in diese Richtung, sondern wie gesagt, wir nehmen es dann nach oben raus, okay, und können es dann hier entfernen. Also ihr seht, es ist einfach und effizient gebaut. Sehr cool, sehr einfach gebaut. Und um es wieder reinzuholen, hier ist ein Dreieck, da ist ein Dreieck, diese Dreiecke übereinander reindrücken, gleichmäßig. Und dann habt ihr das Teil schon wieder zusammengebaut. Aber der einfachste Weg ist, hier vorne zu drücken. Dann geht die Klappe auf. Der Müll sollte dann rausfallen. Danach machen wir wieder zu. Super. Danach kommen wir wieder zurück und stecken uns das Ding wieder rein. Jetzt auch wieder hier. Hier ist ein Dreieck, da ist ein Dreieck. Die arbeiten hier mit Dreiecken. Sehr schön. Einsäbern und wir sind wieder am Start. Und nun können wir dann losbauen, so wie wir gerne hätten. Wir können so auftreten, dass wir das Gerät nur hiermit benutzen. Wir können das Gerät auch mit dem Zubehör überall benutzen. Seht ihr? Da läuft nämlich dann die Kordel los und dann können wir loslegen. Zack. Einfach irgendwo drüber gehen. Das gleiche können wir auch im Groß machen. So, hier seht ihr jetzt. Da hört ihr nämlich den E-Motor, der hier unten ist, und den großen Vakuummotor, der hier oben ist, wie beide im Takt arbeiten. Und dieses Teil sich natürlich dann auch dreht. Und durch die Drehungen etc. können wir überall drüber und ziehen uns dann den Schmutz hinein. Um in Ecken, Kanten etc. zu kommen oder auch weiter weg, benutzen wir den Verlängerungsarm. Und hier können wir dann in verschiedenartige Sequenzen eintauchen und es dann so zusammenbauen, wie wir das gerne hätten. Also wir können alles bauen damit. Alles ist multifunktional benutzbar. So, alles geht, alles funktioniert, alles ist easy verknüpfbar und kann dann den Job erledigen. Wirklich cool. Also ihr seht, es ist ganz easy peasy, das zusammenzuballern. Und läuft die das echt schön. Schön einfach gehalten. Und wir können dann auch auf der Ferne oder in der Ferne saugend eingreifen. Und wir können auch während des Betriebs können wir noch wechseln. Und hier dann eine Saugorgie starten. Also super cool, super schnell. Ich habe jetzt schon ganz oft an und aus und an und aus. Es hat bis jetzt jedes Mal eingerastet und immer funktioniert. Das ist also der Truver. Der Truver Power 11. Geiles Dial. Easy peasy. Kommen wir jetzt natürlich noch zum Zusatzartikel. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Wandhalterung dabei. Und diese Wandhalterung ist für die Wand, klar. Aber das Geile daran ist, die haben sich das so überlegt, dass man es nicht verschrauben muss. Was ja wirklich Vorteile mit sich bringt. Ne? So, die Wandhalterung ist demzufolge ja klemmbar. Ne? Sie ist aus Metall gefertigt, sehr nice. Das ist sehr schön. Das heißt also, sie ist auch sehr stabil gebaut. Stabil gebaut ist gut. So. Und schauen uns mal an. Sieht was drin? Sieht nicht so aus. So, hier haben wir die Wandhaltung. So, es ist ein Konstrukt, welches sehr cool, wow, massiv, sehr massiv, also ich würde sagen, 4 bis 5 Kilo schwer. Das heißt also,
Dadurch können wir unseren True Power Elf ganz easy peasy verbinden mit oder hinstellen. Und zwar mit diesem auf zwei Scharnieren gelagertes Standgerätchen. Sehr nice. Wir nehmen einfach die Schraube, fixieren das, oder wir können es in zwei Punkten fixieren. Zack. Ne? Und dann haben wir es fest und können es also platzieren, wo wir wollen. Weil das Ding strong da am Stehen ist. Was wir jetzt noch machen können ist, wir können hier hinten, demzufolge, können wir unser Equipment reinpacken. So, so, ne? Und als Beispiel so oder so. Ne? Ne? Zack. Und hier in die Mitte, hier vorne, kommt dann unser Hauptgerät dran. So, das heißt, wir bauen es zusammen. Zack. Und zack. Und dann kommt hier unten, schwupp, das Ding dran. Cool. Das ist nice. Denn es steht, ich stehe jetzt gerade auf einem Teppich, klar. Das heißt also, wir haben hier ein bisschen Bewegungsfreiheit, weil der Teppich ja darunter nachgeht. Aber ihr seht, das Ding hält und steht wie eine Eins. Wir haben hier also auch die Möglichkeit, dann unser Zusatzequipment hinzupacken. Und so steht der Hoover wie eine Eins. Cool. Rausnehmen, nach oben, also sprich zu euch hin. Also rein kommen wir, indem wir dann hier unten mit dem Zusatzteil hinkommen, klappen es rein und lassen es reinfahren. Hier ist eine Klammer, die ist mit Silikon begangen. Ne? Und um es rausnehmen, ich nehme nur eine Hand, gehen wir vorne hin und ziehen uns das Gerät vorne weg und können losfahren. So, so einfach ist das und wir können das Teil überall hinstellen, ohne dass wir dort eine Wandmontage praktizieren müssen. Und wir können unsere Zusatzequipment dort zwischenlagern, reinpacken, wie wir uns das passt. Was auch geht, ist, wir haben hier hinten die Möglichkeit, das sogar dann noch irgendwo doch zu befestigen, zum Beispiel mit einem Holzteil, was wir dann gegen die Wand machen. Also das ist auch noch möglich. Und natürlich können wir hier hinten unser Zeugs auch noch reinpacken. Ne? Also wir können es multifunktional einsetzen. Das heißt, hier haben wir 90 Grad. Wir können aber, wenn ich das richtig sehe, dann noch eine weitere Stellung einnehmen. Zack, zack. Was ist das für eine? Ne, können wir nicht. Ne, wir können nur die 90 Grad Stellung einsetzen. Wieso baut man das dann hier nochmal? Das entzieht sich meines Gedankengutes jetzt. Aber ist ja nicht schlimm. Das heißt also 90 Grad, gerade einfach steht unser Gerät dann dort am Start. Ganz einfach, einfach festschrauben, muss man nur einmal. Und zwar, wir brauchen auch kein Werkzeug. Hinstellen und dann Equipment rein und Spaß haben. Geiles Ding, einfach zu verwenden, gute Qualität, gut gebaut, sehr nice. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.